Das heißt, wir wollen uns jetzt im Prinzip weiterentwickeln von auf dem Weg zur Klasse M auf dem Weg zur Klasse S, weil die letzte Reiterin, Florin, uns auch gerne ein paar Grand Prix-Lektionen zeigen möchte. Bianca hat schon draußen das Pferd gelöst, aber ich fange immer gerne mit den Übergängen an, indem wir wirklich auf dem Zirkel, komm ruhig mal auf den Mittelzirkel, wenn das nächste Cavaletti raus ist. Ich gebe sowohl das Cavaletti als auch das Mikro, lege ich mal kurz hier in die Tasche, danke, dann bin ich das nämlich auch quitt, habe die Hände frei. Ich schaue mir jetzt erstmal das Gesamtbild an, ob das Pferd so und wieder raus, Schritt für Schritt zurückkommen und ruhig mit den älteren Pferden das richtig so als Gymnastikübungen zu sehen, zu sagen, einmal Last aufnehmen. Wenn wir uns das Hinterbein anschauen, ist sie ja sehr dynamisch, sie fußt wirklich weit ab, bleibt nicht mit der Zehe im Sand und raus. Einen Schritt tritt und gleich wieder raus. Bei dem jungen Pferd reitet man erstmal einen Pferdelängeschritt oder auch ein bisschen mehr und jetzt geht es ja darum, dass sie Schritt für Schritt zurückkommt, einen Schritt tritt und raus und gleich wieder raustraben. Wie eine Ziehharmonika, dass du richtig versuchst, sie dadurch hinten noch mehr unter den Schwerpunkt zu kriegen und noch ein bisschen schöner vor dir und raus. Komm. Ja, und da merkst du schon, dass du ruhig lieber einmal mit dem Schenkel kommst und anklopfst, um ihr zu sagen, gleich wieder raus. Deine Hand schön tief lassen und ihre Nase immer schön vor und raus. Genau. Und das gerne auf dem Zirkel, egal ob jetzt Mittelzirkel oder welcher Zirkel auch immer, aber dass man immer wieder auf der gebogenen Linie darauf achten kann, dass sie sich auch stellt und biegt. Das könnte jetzt auch so ein bisschen mehr sein. Versuchen wir euch noch so etwas mehr Stellung. Immer wieder das innere Handgelenk so ein bisschen eindrehen, mit der flachen Wade treiben und wieder ausdrehen, dass sie sich noch etwas mehr in der Ganasche auch links stellt und biegt, ohne dabei tiefer zu kommen. Für dein Gefühl kann die auch deutlich über dem Zügel sein, deine Hand schön tief und die Hand schön aufrecht hinstellen, auch die äußere Daumen schön dachförmig, dass man immer wieder mitschwingt. Und das Gefühl hat, man möchte die noch so ein bisschen mehr rauslassen. Und wieder einen Schritt tritt und raus. Ja, sie ist ja sehr aktiv hinten. Und jetzt müssen wir sehen, dass wir diese hinten auch richtig unter den Schwerpunkt kriegen. Nochmal zu einen Schritt tritt und raus. Und dann gleich wieder raus, genau. Und das ist immer so leicht gesagt, das Pferd soll vor den treibenden Hilfen sein. Wenn ich jetzt raustraben möchte, muss richtig das Gefühl haben, sie nimmt dich mit. Sie wird vorne größer, einen Schritt tritt. Und jetzt raus. Genau, komm. Und dann lebendig wieder raus. So, jetzt bleib mal da unten auf dem Zirkel. Und jetzt achtest du noch auf deine diagonalen Hilfen. Innerer Schenkel, äußerer Zügel und die innere Hand fühlt vor. Das wolltest du gerade schon mit dem Seitengang anfangen. Ich möchte aber eigentlich, dass sie sich da erst noch so ein bisschen mehr auch in der Rippe biegt, ein bisschen mehr stellt und noch so ein bisschen fleißiger ruhig auf deinen inneren Schenkel. So, genau. Das ist besser. So, und oben behalten, am kurzen äußeren Zügel aufpassen, dass sie sie nicht abkippt. Und ruhig noch einmal zurückkommen. Und raus. Und dann wieder lebendig raus. Und ruhig so ein bisschen fleißiger raus. Du willst das große, kadenzierte Traben für die Versammlung, ja. Aber es darf auch nicht zu passagig sein, dass sie auch wirklich ganz gleichmäßig schön abfußt. So wird es besser. Und ruhig noch einmal aus dem Sitz zurückkommen. Einen Schritt tritt raus. Und wenn du an Raustraben denkst, muss sie auch gleich kommen. Das Schulter herein, das entwickle ich immer gerne auf der offenen Zirkelseite. Das zeigen wir euch jetzt einmal. Mit dem jungen Pferd ist es erst Reiten in Stellung, dann lässt man es übertreten. Und du machst jetzt mal das erste Schulter herein, da an der offenen Zirkelseite. Reinführen die Schulter, so, und dann schön übertreten lassen. Gar nicht mehr. Jetzt gehst du mal ganze Bahn. Und machst das Schulter herein hier auf dem Hufschlag. Und Sie von vorne können genau gucken, ob Sie jetzt drei Hufschlaglinien sehen. Bei vieren wäre es zu viel. Ruhig etwas weniger, nur in der Ganasche aufpassen, dass sich nicht verkantet. Und wieder gerade richten. Auch immer vor der Ecke wieder gerade machen und die Ecke nutzen. Nutzt mal ruhig die Ecke. Halbe Parade und Ecke und Stellung und Biegung. Und ruhig da nochmal Schulter herein. So, ganz gleichmäßig mit der inneren Hand schön vorfühlen. So ist gut. Okay, und wieder zurück und immer die Ecke ganz konsequent nutzen, dass das Pferd wieder in der Balance sich da auch deutlich biegen muss. Einmal Handwechsel, nicht mehr Passage, sonst wird der versammelte Trab zu passageartig und fast so ein bisschen künstlich. Lieber versuchen, schön zu versammeln, aber dabei gleichmäßig
das Tempo zu halten. Geh mal hier oben auf den Zirkel, dann machen wir es auch hier. Erst einmal auf der Zirkellinie, offene Zirkelseite übertreten lassen. Der linke Zügel passt auf, rechter Schenkel, linker Zügel nicht mehr. So, einmal kommen mit dem Schenkel, das war richtig. Und dann wieder weg. Und dann wieder, mach es noch einmal und jetzt weniger, dass sie nicht zu viel übertritt. Etwas weniger reinführen. Reinführen leicht, reinführen leicht, das reicht dicke. Okay, ganze Bahn. Und jetzt machst du es einmal hier auf dem Hufschlag und dann einmal auf der freien Linie, weg von der Bande. Einmal schön Schulter herein, übertreten das nicht mehr. So, einmal vorfühlen mit der inneren Hand, genau. So ist das besser, schön gleichmäßig. Und Ecke, einmal aufnehmen. Jetzt Viertellinie oder zweiter Hufschlag, geh mal weg vom Hufschlag. Und mach es auf der freien Linie. So, nicht mehr. Gar nicht mehr Abstellung, dass es nicht vier Linien werden. Und wieder vorfühlen mit der inneren Hand. Okay. Man muss immer sehen, dass sie dynamisch nicht einmal zu, so ein bisschen nur. Nur etwas nach vorne, das reicht. So, ein bisschen mehr. So, und dann wieder zurückkommen und weiter traben in der Versammlung. Okay, dann fangen wir jetzt mal an mit Travers. Das kann man auch erst auf der Zirkellinie machen oder du reitest eine Volte. Komm mal gleich, bleib mal auf dem Zirkel und dann machen wir es aus der Volte. Aus der Volte in der Ecke lässt du die Hinterhand nicht auf den Hufschlag kommen, sondern fängst sie jetzt gleich mit dem rechten Schenkel ab, dass die Hinterhand auf dem zweiten Hufschlag bleibt und das Pferd vorne und hinten kreuzt und sie schön gleichmäßig nicht mehr Passage kommen und jetzt abfangen, so dahin, nach vorne. Und wieder Volte. Reicht schon eine Volte wieder. So. So ist die Volte besser. Schön vorlassen wieder. Hand schön tief und vor. Und nochmal Travers. Und wieder so Traversartig. Ja, okay. Und gerade. Prima. Und jetzt einmal rüber traversieren, dass wir einmal auf die andere Hand kommen. Und dann entwickelt man aus dem Travers die halbe Traversale, indem man sich jetzt vorstellt, dass man hier auf der Diagonalen Travers reitet und dann hat man die Traversale so wie hier, dass nicht die Hinterhand vorauskommt. Es muss immer die Vorhand vorausgehen. Eine Runde auf dem Zirkel reiten. Genau, wend einmal ab, wieder vorfühlen mit der inneren Hand. Und dann machst du nochmal eine Traversale nach rechts, jetzt aus der Ecke, so ein bisschen Schulter herein und daraus rüber traversieren. In der Traversale ist es immer wichtig, dass die Vorhand vorausgeht. Gute Stellung und jetzt schön vorlassen. Und schön vorlassen, so, dass sie so gleichmäßig vorwärts, seitwärts geht. Prima, einmal kurz Schritt und klopf sie. Gut, ruhig den Schritt ein bisschen länger, ruhig einmal verschnaufen lassen. Eine Diagonale, schön Mittelschritt gehen lassen. Genau, es ist schon ganz schön anstrengend. Travers, Schulter herein, Traversalen, das sind alles Übungen, wo das Pferd wirklich durch den ganzen Körper sich gymnastizieren muss, stellen muss, biegen muss. Wenn wir jetzt einmal so eine kurze Abfrage machen, wo wir mal im Schnelldurchlauf das alles zeigen wollen, dann ist es wichtig, dass sie jetzt einmal auch schön verschnaufen kann. Das ist so ein bisschen was aus der Trabtour. Wenn wir jetzt an St. Georg und an Inter 1 denken, da kommt das Schulter herein, wollte daraus die halbe Traversale oder auch in der Inter 1 später schon das Zickzack. Aber immer daraus entwickelt, dass ich erstmal auf der offenen Zirkelseite anfange, an der Bande, dann auf die freie Linie gehe und wirklich das Schritt für Schritt aufbauen muss. Ich wollte so gerne noch mal einmal die Schrittpiruetten sehen, weil wir wollen uns daher auch mit halben Galopppiruetten beschäftigen. Und da ist die Grundvoraussetzung, dass das Pferd erstmal die Hilfe im Schritt kennenlernt und wirklich saubere Schrittpiruetten geht. Nimm mal den Schritt etwas auf, geh mal auf die freie Linie und mach mal eine Schrittpirouette rechts. Noch etwas aufnehmen. Man sieht schon, dass sie sehr eifrig ist. Und dann... Gut, so schön im Takt, auch ruhig so groß, das war gut. Geh mal linke Hand, quetsch die da nicht dahin, also nicht die zweite, sondern vom Hufschlag gleich nach links. Und dann machst du noch eine links. Etwas aufnehmen, bisschen aufnehmen vorher. Aufnehmen, äußerer Schenkel und dann, ja. Jetzt machen wir die nochmal. Groß ist richtig, aber jetzt war es fast so ein bisschen ausweichend. Äußerer Schenkel, äußerer, äußerer, fast an Travers denken. Okay, genau. Jetzt können wir uns schon fast vorstellen, welche Pirouette ihr leichter fällt. Das zeigen die Pferde uns nämlich schon im Schritt. Jetzt machen wir mal Folgendes.
Fang mal auf der anderen Hand an und dann galoppierst du an. Galoppier mal rechts an. Dann gehen wir einmal hier auf den Mittelzirkel und dann machen wir mal eine schöne Gymnastikübung im Galopp. Halbe Parade, angaloppieren. Hallo? Die Galopphilfe hat sie gerade noch nicht verstanden. Die dachte noch, es kommt die nächste Schrittpirouette. Nein. Und jetzt mal eine Runde auf dem Mittelzirkel versammelt Galopp und immer wieder so ein bisschen vorfühlen mit der inneren Hand. Wenn es geht, sie ist ja, halt es so ein bisschen kurz. Man muss sich immer das Pferd so von der Konstruktion angucken. Ein bisschen kurz, der könnte auch gerne ein bisschen länger sein. Haben wir nicht, müssen wir uns dran basteln, indem wir versuchen, jeden Millimeter hoch und vor zu lassen. Jetzt machst du mal Folgendes. Du verkleinerst den Zirkel mal traversartig über 1, 2, 3 Runden. Richtig als Gymnastikübung, dass du so ein bisschen traversartig diesen Pirouettengalopp entwickelst. Mit dem äußeren Schenkel die Hinterhand so ein bisschen reintreiben. Der innere passt auf, dass der innere Hinterfuß weiterspringt. Noch gar nicht mehr Pirouette. Und langsam spiralförmig kleiner werden. So, dass sie immer wieder Last aufnimmt und in diesen versammelten Galopp auch fleißig genug bleibt. Oder auch einmal Schritt ist auch okay. Oder war das Ihre Entscheidung? Dann war es nicht okay. Aber vielleicht braucht es auch gleich eine kleine Pause. Einmal noch etwas kleiner, bis du auf so einem 5-Meter-Zirkel bist. Weiter, noch nicht drehen lassen. Und jetzt einmal kurz durchparieren zum Schritt. Und jetzt 5-Meter-Volte auf einem Hufschlag, versammelter Schritt. Und dann angaloppieren und ein bisschen Schulter hereinartig vergrößern. Und jetzt wieder über 1, 2 Runden mit dem rechten Schenkel an die ruhige linke Hand rantreiben und sie schön Schulter hereinartig wieder rausschieben, dass beide Rippenpartien schön geschmeidig werden. Gut so, jetzt müssen wir einmal zulegen, einmal ganze Bahn ein bisschen zulegen, also immer wieder ein bisschen Schwung nach der Versammlung entwickeln. Gut so, und jetzt traversierst du mal von hier so ein Stück rüber bis zur Mittellinie. Rüber traversieren, gut, gerade auf die Mittellinie gehen und dann machen wir das Gleiche nochmal nach rechts oder nach links. Okay, linke Hand weiter, auch gut. Und jetzt machst du das links nochmal, dass du den Zirkel verkleinerst. Bisschen traversartig. Jetzt die Hinterhand schön deutlich reinschieben. Aufpassen, dass sie vor dir bleibt, deine Hand schön tief und aus dem Sitz schön hochtreiben, dass du wirklich versuchst, so, genau. Prima. Geh mal einmal ganze Bahn. Ich zeige das nochmal auf der anderen Hand. Du machst jetzt Folgendes. Ganze Bahn auf die Viertellinie und reitest Travers hier an der Viertellinie. Das kann man auf dem Zirkel machen oder man macht es auf der freien Linie und Traversgalopp. Genau, so schön gleichmäßig. Gut so. Prima, wieder gerade machen und jetzt in die Ecke reiten, damit wir irgendwie Platz kriegen. Rüber traversieren. Bis zur Viertellinie und dann machst du mal eine halbe Pirouette in die Ecke hinein. Das hilft bei jungen Pferden, dass da eine Begrenzung ist. Noch so ein bisschen weiter rüber, dann aufnehmen, fast auf der Stelle galoppieren und dann eine große halbe Pirouette. Erstmal groß, ist nicht schlimm. Wieder angaloppieren, bleib da, bleib in der, als wäre es eine Schrittpirouette. Ja, ruhig nochmal. Genau, das kann ja mal passieren, das ist ein Missverständnis. Wenn sie, und wende, wende, wende und wieder raus hier auf die Viertellinie. Auf die Viertellinie, genau. Ein bisschen zulegen, einmal nach vorne und ein bisschen vorfühlen mit der Hand. Okay, machen wir nochmal. Die Ecke hilft gerade bei jungen Pferden, dass sie sich so ein bisschen eingeschlossen fühlen, rüber traversieren. Die Traversale ist die Vorbereitung, dass das Pferd versammelt, fleißig bergauf galoppiert. Und dann, jetzt kannst du wenden. Und denk ans Wenden, 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 weiter wenden, die Vorhand wenden und raus. So. Und einmal Schritt und kurz loben. Brav. Einmal klopfen, ein bisschen vorlassen wieder. Genau, eine Runde auf dem Zirkel. Und wenn das dann so mit der Begrenzung klappt, dann gehe ich auf die freie Linie und traversiere mal bis zur Mittellinie und mach's dann. Das machst du jetzt einmal auf der anderen Hand. Ruhig einmal wieder Luft holen lassen, verschnaufen lassen und dann wieder anfangen. Wichtig ist, der Galopp ist praktisch und die ist ja sehr eifrig, aber dass du auch weiter wendest. Sonst bleibt sie zu lange, zu viele Galoppsprünge auf der Stelle. Ruhig groß, aber wenden. Rechts nochmal angaloppieren. Und ja, das erste Angaloppieren, Halbparade, zurückkommen
Und dann groß und vorlassen. So, gleich vorlassen, dass sie vor dir ist. Eine lange Seite müssen wir erst zulegen. Und dabei einmal überstreichen. Zulegen und überstreichen. Vor mit der Hand, noch mehr vor. Schulter hereinartig einfangen. Okay, dann rüber traversieren bis zur Mittellinie. Oder ein bisschen weiter, je nachdem, wie es passt. Und dann aus der Traversale kurz gerade reiten, zurückkommen und wenden. Und wende, wende, wende. Oh, okay. Und wieder raus. Und einmal Schritt. Okay, jetzt will sie fast zu doll schon mit der Hinterhand rein. Ne? Jetzt denkst du noch ein bisschen mehr dran, nach der Traversale Schulter hereinartig zu galoppieren und dann zu wenden. Mach's ruhig noch einmal nach rechts auch. Auch mal auf und zu, dass fast du in der, dass du in der halben Pirouette fast an Schulter herein denkst. Die Vorhand deutlich um die Hinterhand wenden. Und jetzt einmal kommen mit dem Schenkel und wieder weg, dass du nicht quetschen musst, sondern dass sie so schön vor dir her galoppiert. Und jetzt kannst du treiben, musst du treiben, weil jetzt bist du in der Traversale und versuchst sie vorzubereiten. Einmal aufnehmen und wenden. Schulter, 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 ja, Schulter, weiter die Schulter, immer die Schulter wenden. Besser, Schulter und Schulter hereinartig raus, dass sie lernt, so, dass sie da nicht zu klein wird. Einmal Schritt und loben. Prima. Und den Schenkel weg. Einmal loben, alleine Schritt gehen lassen. Prima. So, jetzt haben wir einen Wechsel gesehen. Jetzt wollten wir noch ein paar mehr Wechsel sehen und fangen gleich mal an mit den Serienwechsel. Ist ein bisschen klein, deshalb machen wir erstmal nur drei. Oder fangen wir auf der Viertellinie an. Dann sieht man von vorne, ob die Wechsel auch ganz gerade sind. Und jetzt fangen wir erstmal mit Viererwechsel an. Bianca, zählst du auch 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4 oder zählst du immer 1, 2 bis 4? Ja, von 1. Dann behalte es so, sonst bringe ich dich durcheinander. Wenn Sie mit Serienwechseln anfangen, gebe ich Ihnen einen guten Tipp, dann zählen Sie nämlich immer 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4. Dann wissen Sie nämlich immer, wie viel Vierer- und Dreierwechsel Sie gerade reiten. Sonst kommt es auch auf den Galopp des Pferdes an, wenn einer einen kleinen Galopp hat, man fängt ein bisschen zu früh an, dann ist man vielleicht zu früh fertig und überlegt, habe ich jetzt schon die 5x4 oder fehlt noch einer oder 5x3? Bei Dreierwechseln passiert das eher. Zeig mal einmal, guck mal, was hier so reinpasst. Und 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4. Ja, es wird jetzt knapp. Reit mal eine Runde auf den Zirkel. Und dann fängst du ruhig gleich recht früh an, dass wir irgendwie so ein bisschen Platz kriegen. Und die Viererwechsel versammelt, ja, und schön gerade bergauf. Und 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4. Gut, dass du keinen mehr gemacht hast. Der wäre nämlich echt gequetscht. Einmal zulegen, einfangen und dann den fliegenden Wechsel groß nach dem Einfangen. Gut, ja, das passiert häufig. Mittelgalopp auf der Diagonalen, einfangen und dann muss der Wechsel wieder bergauf groß sein. Mach das noch einmal oder wechsel mal einmal mit Dreierwechseln durch die Bahn. Das wird auch nicht noch zu lange galoppieren, sondern sie immer noch Kraft hat. So, drei, zwei, drei. Prima. Und jetzt noch mal einmal Diagonale. Auf der Diagonale legst du zu, fängst ein und versuchst aber Platz zu haben, dass der Wechsel nach dem Einfangen auch groß ist. Einfangen und jetzt nach vorne. So, fast noch ein bisschen mehr, weil es immer so ist, dass die Pferde natürlich durch die Ecke ausgebremst werden. Aber der Wechsel ist auch eine Einzelnote und dass die Pferde lernen, weich zurückkommen und zulegen wieder. So, und einmal Schritt und loben. Und dann einmal wieder weich zum Schritt und einmal loben. Hast du den Unterschied gemerkt, Bianca? Und wir müssen ja versuchen, jeden Punkt zu sammeln. Wir sind nicht froh, dass der Wechsel dafür eine 7 ist. Ziel ist eine 8. Du willst immer versuchen, von der Qualität noch eine Schippe draufzulegen. Und das ist auch hinterher in der Dressur dieses wirklich präzise, ich sage extra präzise und nicht pingelig, aber man muss schon sehr präzise, sehr hundertprozentig und wirklich akkurat sein, um in jeder Aufgabe, egal auf welchem Level, zu sagen, ich versuche immer noch mal einen Tacken mehr rauszuholen oder ich bin nicht damit zufrieden, dass sie überhaupt wechselt, sondern ich will einen großen Wechsel.
Jetzt haben wir vorhin so schön das Einreiten geübt aus dem Trab. In jeder Dressuraufgabe kann man natürlich super Punkte sammeln durch ein korrektes Einreiten und auch durch die korrekte letzte Grußaufstellung. Weil wir jetzt auch schon sehr lange am Stück galoppiert sind, wollen wir jetzt zum Abschluss nochmal dem Richter bei C ein kleines Geschenk machen, indem du angaloppierst, eine Runde auf den Zirkel, Ecke, dann auf die Mittellinie abwendest und einmal jetzt genau bei X, das bin ich jetzt hier oder wir sind es hier, da wo der Block ist, Ende Spiegel, ist X und also einmal auf den Zirkel geritten, ich glaube auf die Leute zu ist leichter. Sie gucken jetzt von vorne, ob es gerade ist, wir von der Seite, ob es geschlossen ist und dann wendest du einmal ab auf die Mittellinie und machst einmal die letzte Grußaufstellung. Ecke, abwende, gucke, genau, früh genug gucken, schön gleichmäßig locker Richtung X galoppieren und genau bei X halten, haben wir ein kleines Missverständnis, hier ist X. Achso, ich meine, ich kann auch noch mal kurz nach hier rücken, aber das macht der Seitenrichter da nicht mit. Und jetzt fühlst du was, bleib mal kurz so stehen, was fühlst du, wo geht es hinten so ein bisschen runter im Sattel? Genau, das steht nämlich hinten rechts raus, einmal gut, reicht schon, ist rangetreten. Du musst nur vorne Verbindung halten, dass sie nicht weiter tritt, sondern später müssen die Pferde lernen, das Pferd steht hinten raus, ich treibe und er setzt den Fuß nach vorne, er oder sie. Okay, wende nochmal ab und komm nochmal und ruhig noch so ein bisschen länger, lockerer, ruhiger hingaloppieren und nur ein, zwei Pferdelängen vorher, je nachdem wie gut sie reagiert, durch deinen Oberkörper, durch dein Sitzen und durch dein seitliches Gucken. Ich bin jetzt hier also auf Höhe X, der Seitenrichter bei E oder B. So, immer noch gerade, ein bisschen Schulter hereinartig, weiter, 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 weiter und an Schritt denken. Ja, nochmal rechts, nochmal rechts. Komm, du fragst sie jetzt gerade, aber sie antwortet nicht. Nochmal rechts. So, und stehen lassen. Jetzt ruht sie. Nicht mehr rechts treiben, jetzt links treiben. Das ist dann, wenn das Pferd ruht, belastet es nicht, dann treibe ich mit dem anderen Schenkel, um zu sagen, nimm ein bisschen Last da auf. Jetzt wird es ja auch so ein bisschen nörgelig und quengelig. Und das ist jetzt eigentlich eine Sache, die ich dir damit wieder auf den Weg gebe. Aber einmal müssen wir es noch. Hilft alle nichts. Einmal nochmal angaloppieren. Schön locker nach vorne. Versuch jetzt schon mal einmal überstreichen, leicht werden. Und jetzt denkst du nur an Schritt. An Schritt und willst über Schritt zum Halten kommen. Gerade bei den älteren Pferden. Die warten natürlich drauf. Jeder weiß, es kommt X und es wird eine Stockung. Wir wollen aber jetzt einen weichen, leichten Übergang. Weiter, weiter, weiter und weich. Besser. Und jetzt hast du so doll an rechts gedacht, dass jetzt links ein Hüfchen fehlt. Aber jetzt ist auch gut. Jetzt wollen wir es auch für sie für heute Abend nicht übertreiben. Sie schwitzt, ist heute erste Tag warm. Klopf sie mal.